Mahlzeit. Ich dachte mal, ich mache mal eine direkte Videoantwort von deinem Statement zu Sam Desio. Erstens mal ein rechtlicher Hinweis: Du hast ihn gerade ziemlich übelst beleidigt. Also, er könnte, wenn er wollte, dich erstmal anzeigen wegen Beleidigung und übler Nachrede und Rufmord. Das mal vorweg, ne? Und außerdem hast du so ziemlich 100.000 Leute beleidigt, dass sie dumm wie Schwarzbrot sind. Kann es sein, dass deine Anmerkung vielleicht ein bisschen rassistisch ist? Weil Simon ist ja dunkelhäutig. Und dann kommst du da mit Schwarzbrot daher? Fragwürdig, fragwürdig. Generell gesehen, glaube ich, sollte sich keiner von uns, sage ich jetzt mal, sich so eine derbe Meinung bilden, weil wir waren ja mehr oder weniger gar nicht dabei. Also gut, wir haben das Video gesehen und Simon hat sich tatsächlich keinen Gefallen getan, nachdem er dieses Video da gemacht hat. Ich halte diese drei Mädchen da immer noch eigentlich für eine PR-Kampagne für ihren Kanal, auf Kosten von Simon. Wobei ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen kann, warum Simon kein Statement macht. Okay, ich habe gerade erfahren, dass er auf dem Weg nach wieder München ist, aber ich finde es ein bisschen verwerflich, dass du ihn so, sag ich mal, persönlich angreifst. Klar, auf der einen Seite ist sein Image angeschlagen, auch von Fans, weil ich bin auch bekennender Sam Desu-Fan, wo ich mir auch so gedacht habe, so, was hat er da gemacht? Aber ihn gleich so derbe zu beleidigen und ihm dann auch noch mit Schwarzbrot zu vergleichen, finde ich sehr verwerflich. So viel dazu. Und meine persönliche Meinung zu dir ist, klar, du kannst deiner Meinung freien kundtun. Wir leben in einer Demokratie. Aber es ist wie alles im Leben. Kritik sollte konstruktiv sein. Du sagst öfters mal Scheiße, Kacke. Aber das ist nichts, weil das hilft Simon nicht weiter. Ganz im Gegenteil, das wird ihn wahrscheinlich noch weiter runterziehen. Die anderen Fans stichelst du gegen dich auf. Ungefähr 100.000 Leute. Ich bin dir jetzt gegenüber persönlich also noch relativ neutral eingestellt. Ich finde es halt nur nicht so gut, wie du mit Simon, beziehungsweise wie du mit Simon, also ich zweimal gesagt, dass du Simon so ein bisschen persönlich scharf angreifst. Also ich will dir sagen, damit kannst du dir keinen Gefallen tun. Auch für die Zukunft, falls du mal andere Leute hatest. Also pass lieber auf. Du kannst deinen Wut und Zorn klar kundmachen, aber nicht in diesem fikalen Ton. So viel dazu. Also, das ist meine Meinung dazu. Hau rein.